Hallo und herzlich willkommen bei Technik im Check und ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch den Genie-Aktenvernichter vor. 500 SB heißt der hier. Hashtag Werbung für die ganzen Markennamen, die da jetzt drin stehen. Auch das, was wir häckseln werden, diese Kataloge da. Ja, wir fangen direkt an. Der Häcksler kann maximal 5 Blätter, 5 Sheets häckseln. Wir haben die Funktion Off, Rückwärts und Auto. Das heißt, der geht automatisch an und aus. Also wenn man ein Blatt reinsteckt, geht er an, häckselt es durch, geht danach sofort aus. Ja, da drinnen sieht man vielleicht, da sieht man nicht, da ist dieser kleine Sicherheitsschalter. Den habe ich ein bisschen älter, sieht man auch, den hat es ein bisschen mitgenommen. Da ist mir ein kleines Unglück mit Wachs passiert, mit meiner Duftlampe. Aber gut, der ist weniger relevant. Wir haben eine kleine Fangbox. Ja, hier unten sieht man nochmal die Messer, da sieht man auch den Schalter ganz gut. Mann. Da, dieser Nippel. Dann die technischen Daten. 2 Minuten Dauerbetrieb, 25 Minuten aus. Wenn man noch so einen Tragegriff oder so einen Griff, wenn man den vielleicht auf größere Behälter stellen will, man den ausziehen, dann geht das auch. So, ich stelle euch mal in mein eben gerade kaputt gegangenes Stativ. Habe ich hier nämlich schön oben das Teil abgebrochen. Aber gut. Weniger relevant. Ich würde sagen, wir stellen auf Auto, ist das schon. Wir fangen mal an mit einem einfachen Blatt. Und ja, ihr werdet sehen, das ist Sicherheitsstufe PT1, das nennt sich Streifenschnitt. Das kommt dabei rum. Alles klein geschnitten. Aber halt nicht so klein. Wir machen mal weiter mit einem farbigen Tonpapierblatt. Etwas dicker, das hört man auch. Ja, auch hier schön klein geschnitten. Warum ich das immer so oft zeige, werdet ihr nachher noch sehen, denke ich mal. Wir machen nicht die maximale Belastung, aber gut. Ja, dann würde ich mal sagen, nehmen wir mal so ein Angebotsheft hier. Habe ich nochmal auseinandergerissen. Sind jetzt drei, vier Zettel ungefähr. So dünne Seiten, kennt jeder. Na. Auch das auseinandergeschnitten. Ist natürlich platzsparender, sage ich jetzt mal in der Tonne. Gerade bei solchen kleineren, noch besseren Häckslern mit PT3 oder so, den ich hier auch neben stehen habe. Video dazu findet ihr auf meinem Kanal auf jeden Fall. Ja, dann würde ich mal sagen, probieren wir auch mal sowas hier. So, Papiertüten. Jetzt macht er Feierabend. Warum? Weil, ganz einfach. Hier ist jetzt der Sicherheitsschalter. Bei anderen Aktenvernichtern, wie bei dem Bonsai, den ich noch habe, der läuft nach. Das heißt, wenn der Sicherheitsschalter nicht mehr betätigt wird, das ist dieser Autoschalter da, wenn das Blatt quasi durch ist, läuft er noch ein paar Sekunden nach. Dieser hier hört sofort auf. Das heißt, ich habe jetzt hier schön Salat drin stecken. Außerdem sieht man auch, nur hier durchgeschnitten, hier überhaupt nicht. Und ich darf jetzt hier, was auch übrigens ganz toll bei dem Teil ist, dass er keine Sicherung hat, dass ob der auf dem Behälter sitzt oder nicht, erstmal einen Rückwärtsgang machen. Und darf mir das Teil den wieder rausklauen hier. Und ja, so ein kleiner Nachteil, mal so nebenbei erwähnt. Wenn ich jetzt natürlich diese Griffe abmache oder die einfach umfalte, ja. Weil die Tüte, die ist ja noch nicht klein. Und stecke das mal so rein. Geht jetzt hier gar nicht rein. Zu dick. Dann machen wir die Griffe ab. Mach es auch noch an zwei Seiten. Ja, ist ein bisschen umständlich bei dem hier. Also für kleinere Gebräuche ist es ja in Ordnung. Findet man noch bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es den noch im Laden oder auf der Herstellerseite vielleicht online zu kaufen gibt. Wie gesagt, den habe ich auch schon. Wie lange habe ich den? 5, 6 Jahre, 5 Jahre, schätze ich mal. Ja, probieren wir das Ganze nochmal. Achso, auf an natürlich. Okay, das ist natürlich wieder das, was ich meine. Das will er dann nicht uns geben. Ja, und da haben wir schon den Salat. Nicht durch. Also das schafft er zum Beispiel nicht. Ja, das wollte ich jetzt nur mal demonstrieren. Oh, so hast du es geschafft.
kleinere Sachen sind natürlich kein Problem. So, dann machen wir mal weiter mit normalen Blättern. Nehmen wir mal zwei und nochmal solche Angebotszettel und nochmal sowas. Schön übereinander hier. Jetzt haben wir hier alles Mögliche mit bei. Mal sowas, wenn man mal so ein bisschen was gesammelt hat. Man will mal ein bisschen mehr auf einmal schreddern, nicht immer nur 3-4 Blätter auf einmal. Ja. Ja. Nein. Mag er nicht. So. So. Also, nein. Möchte er nicht. Aber wenn ich das jetzt hier einzeln nochmal durchschiebe, wird er es nehmen. Von daher. Man muss ihn nicht zu sehr belasten. Und das ist nochmal das, was ich meine. Jetzt nimmt das nicht, weil der Schalter nicht durchgängig betätigt wurde. Und sowas ist das, was mich so richtig nervt an diesem Teil. Jetzt hat er es wieder. Aber er schreddert es nicht durch. Die Klingel ist natürlich auch abgenutzt. Klar, man muss das Teil auch zwischendurch ölen mit Ölpapier. Mal als Beispiel so ein Exemplar hier. Kriegt er aber leider auch nicht richtig durchgeschreddert. Muss man dann mit der Hand Öl machen. Und ja, also wie gesagt, das war's mit dem Video. Der Aktenvernichter lohnt sich schon, wenn man einen sich anschaffen möchte. Ich würde aber dann eher einen kaufen mit Sicherheitsstufe PT3, also Kreuzschnitt. Das wäre so ein Schnittmaterial. Und nicht solche Streifen. Aber für den einfachen Gebrauch, wenn man so einen zum Beispiel zu Hause hat, genügt der auch. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.